Hallo und willkommen zum positiven Wort der Woche. Für heute kam mir das Wort Hoffnung in den Kopf. Und weil ich, das mag an der Hitze liegen, irgendwie ein bisschen anders drauf bin als sonst, möchte ich gar nicht viel reden, sondern euch einen kleinen Vers vorlesen, den ich euch heute Morgen geschrieben habe, eben zum Thema Hoffnung. Der kleine Vers heißt: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Hoffnung ist einfach da. Sie verlangt nichts von uns, sie verspricht nichts, sie ist einfach da. Unsere Verantwortung ihr gegenüber besteht darin, ihr zu erlauben, ihre Arbeit zu tun, während wir dort verweilen, wo alle Dinge geklärt sind, in diesem Moment, im Hier und Jetzt. Wenn wir das tun, fallen alle Worte weg und alles, was bleibt, ist das, was wir sind. Jetzt gibt es natürlich die unterschiedlichsten Möglichkeiten, passend dazu zu strömen, passend zur Hoffnung zu strömen. Wir können die Handinnenflächen strömen, die sechste Tiefe für das Sein. Wenn wir in diesem Moment verweilen, fallen alle Worte weg und alles, was bleibt, ist das, was wir sind. Aber wir können auch die dritte Tiefe strömen. Die dritte Tiefe bindet die Seele an den Körper und sie schenkt uns das ganz tiefe Vertrauen, dass alles gut geht. Es wird schon irgendwie alles gut gehen. Hoffnung. Und das möchte ich jetzt gerne mit euch gemeinsam strömen. Und dazu halten wir 5-16. Das heißt, wir legen die eine Hand an die Innenseite des Knöchels und die andere Hand an die Außenseite des Knöchels. Innen ist SES 5, außen ist SES 16. Ihr macht das am linken oder am rechten Fuß, ganz egal. Und wem von euch jetzt dieser Griff bekannt vorkommt, ja, es ist der Aspiringriff, der Schmerzgriff. Der harmonisiert aber gleichzeitig eben auch die dritte Tiefe und auch den Leberstrom. Also, ihr seht, Yin Shin Jutsu ist Welten in Welten in Welten. Gut, legen wir los. Wir lächeln, denn wir können ja nur lächeln. Wir haben die Hoffnung, dass alles gut wird. Wir lassen die Schultern fallen. Wir brauchen nicht die Last der Welt auf unseren Schultern tragen. Und wir entspannen den Kopf und machen 9 bewusste Atemzüge, jeder in seinem eigenen Tempo. Ich vertraue dem Prozess des Lebens. Ich begrüße diesen neuen Tag mit Hoffnung, Mut und Liebe. Ich atme Zweifel aus und atme Vertrauen ein. Ich baue mein Leben auf das Fundament von Glaube, Hoffnung und Liebe. Ich habe unerschütterliches Vertrauen in meinen göttlichen Weg. Ich fühle mich friedlich und entspannt, weil ich weiß, dass ich genau da bin, wo ich sein soll. Ich bin im Einklang mit dem liebevollen Willen des Universums. Ich danke euch. Das war sehr schön. Also lasst uns gemeinsam die Woche hoffnungsvoll beginnen. Bis zum nächsten Mal.